Die Else Häusler, die hat jetzt inzwischen was rausgefunden von den Kommissaren. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass der Opfer mit einem Beruhigungsmittel versetzt war, sodass der Dominik Winter sich dann immer wehren konnte. Nebenbei hat er eben gesagt, es ist ja Weihnachtszeit und deswegen kauft man natürlich entsprechend passende Sachen dabei. Else Häusler kaufte ein, und zwar im Handelshof. Hier bekam sie alles und schließlich wollte sie sich und ihren Helmut ausgewogen ernähren. Helmut war ein guter Mann und sie führten eine gute Ehe, auch nach 40 Jahren noch. Der Einkaufswagen schnurrte über den gefliesten Boden des Handelshofs. Aus den Lautsprechern tönten Weihnachtslieder, unterbrochen von Durchsagen. Else Häusler kam an der Süßigkeitenabteilung vorbei, wo alle zwei Regale mit grinsenden Weihnachtsmännern aller Preisklassen und Lebkuchen vollgepackt waren. Sie nahm für jeden ihrer Enkel einen der teuersten Weihnachtsmänner, den sie finden konnte, holte für sich und Helmut noch eine Packung Moncherie und ging dann weiter zum Obst und Gemüse. Die Fertignudelabteilung ließ sich rechts liegen, Fertignudeln waren für eine echte Mondlorin indiskutabel. Und heute Morgen beim Frühstück hat ihr Helmut das in der Obstflugflasche erzählt. Unglaublich, was die Polizei heutzutage alles rausfinden konnte. Und so schnell. Sie hatte ja immer gedacht, dass bei Dominik was nicht stimmte. Und so wie der sich gegenüber den Damen verhalten hatte, also das ging einfach nicht. So innig mit der Sibylle knutschen und daheim die Frau und drei Kinder rumhaben, sowas war unmoralisch. Und Unmoral duldete sie nicht in ihrem Dorf. Else Häusler hob eine Honigmelone an und prüfte mit leichtem Druck auf die Schale, ob sie auch reif war. So geschah ein Dorf, tönte es plötzlich hinter ihr. Sie drehte sich um und entdeckte Ruth Kleidermann, eine alte Schulkameradin. Ach, Ruthle, meinte sie, da ist so viel Geschäft. Sie wies auf ihren Einkaufswagen, der allerdings noch kaum befüllt war, da sie ja bisher nur bei den Hartwaren und den Süßigkeiten gewesen war. Bei mir auch, aber mein Staat viel Stress, Martin, urteilte Ruth. Ha ja, stimmte Else zu und setzte eine leidende Miene auf. Und jetzt auch der Mott. Also, meinte Ruth, nur heute 100 Gramm Leberwurst für nur 1,69, tönte plötzlich eine Stimme aus dem Lautsprecher. Oder Snicky-Küchenrolle, Weichmannsanschlag, der Viererpack für nur 1,29. Ich soße, stimmte Else zu. Und man weiß nicht, wer noch braucht hat. Ist es noch gar nichts, brummte Ruth. Santi, Marmelade, fruchtig, süß und lecker, alle Sorten im 200 Gramm Glas, nur 1,29, lockte die Stimme aus dem Lautsprecher. Ha, wenn was, wisst ihr klar schon, meinte Else und warf Ruth damit ein Brötchen hin. Die sprang natürlich sofort darauf an. Was denn? Else zierte sich und zog die Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht, ob ich das so erzählen darf. Das ist ein interner Arsch. Kam mit Ketchup, feurig und würzig, die Literflasche für nur 1,9, tönte es. Also, ich war ein Schnittsprung, versprach Ruth und machte eine meine Lippen sind versiegelt Geste. Aber das erscheint von mir. Scheint, hat er weitere Beruhigungsmittel in der Aufschlange. Marsch in die Flasche und die Kerle noch saufen nach der Probe. Und so hat sich dann der Dominik nie mehr wehren können. Also, meinte Ruth und ihre Augen leuchteten. Italienische Ravioli in fruchtiger Tomatensauce von Mama Hanna, 500 Gramm nur 1,69, schlug die Lautsprecherstimme vor. Wie hätten sie noch einmal umgebracht? Fragte Ruth weiter. Else legte die Honigmelone in den Wagen und erzählte dann: Mein Mama hat ihn ja gefunden. Das war nicht schön, die Sorge drin. Der hat mir alles erzählt. Was? Ja, sie tippte sich auf die Stirn. Warum ist der Ohren drin geschickt mit dem Kieren? Ach, ja. Und du hast drei Ende gelebt, gell? Ja. 400 Gramm Hackfleisch, frisch und saftig, nur 2,49. Pries wieder die Stimme an. Ja, ja. Und wenn du fragst, schaust du seine Frage hinaus. Das ist aber nicht schön. Rutscht du missbildig in den Kopf. Finde ich auch. Aber nicht weiter erzählen, gell? Auf Mikro steht absolut verlassen.
Ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wie man sich auf die verlassen kann. Das macht dann natürlich leicht die Runde.